Europa ist für mich das gemeinsame Herangehen an gemeinsame Herausforderungen und Probleme. Überlegen wir uns, was wir tun würden, wenn wir dieses Europa heute nicht hätten. Europa ist Frieden. Wir wissen alle, dass unser Kontinent sehr gebeutelt war von kriegerischen Auseinandersetzungen. Jetzt leben wir schon mehr als 50 Jahre friedlich miteinander. Aber Europa ist auch wirtschaftlicher Wohlstand, wenn es auch manchen Mitgliedstaaten derzeit nicht besonders gut geht. Diese Solidarität innerhalb Europas hilft ihnen doch, langsam wieder auf die Beine zu kommen. Europa ist Fortschritt. Wir wissen, dass manche Regionen in der Welt wie China, USA sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung investieren, aber hier können wir Europäer mithalten, weil wir es miteinander machen. Europa ist aber auch Regionalität und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass wir diese Einheit in der Vielfalt weiter leben, weil wir alle fühlen uns zuerst als Tiroler, als Österreicher, als Bayern, als Schwaben, als Katalonen, als Flamen und dann in zweiter Linie erst als Staatsbürger des jeweiligen Staates und an letzter Stelle als Europäer. Aber ich glaube, dieses gemeinsame Bindeglied ist für unser gemeinsames Voranschreiten extrem wichtig. Unsere Jugend, glaube ich, kann nur mit diesem Europa erfolgreich diesen Weg, den unsere Väter und Mütter gegangen sind, weiter beschreiten. Und ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam hier weiterkommen werden. Gestatten Sie mir noch am Ende einen Vergleich. Europa ist wie Fahrradfahren. Sobald wir stehen bleiben, würden wir umfallen. Drum lassen Sie uns weiter gemeinsam fahren.